Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von der Delirium Liga von Path of Exile. Ich habe mir einen neuen Charakter erstellt, weil das Reflekt mich immer umbrachte. Es ist Neskayen, also eine Adelstochter auf Deutsch, mit diesem Spell oder ja, Aura, Herold der Reinheit. Und später gleich in der nächsten Quest. Domination Blow, auf Deutsch beherrschender Schlag. Und das auf Full Tank. Wir werden noch genug Schaden machen mit diesen zwei Beschwörungszauber. Ich habe mal hier einfach ganz noobig mal ein paar Nords geholt, die ich unbedingt brauche für sie. Und werde dann hier unten durchgehen, weil hier noch Schild ist. Hier oben durch, da vom spiritueller Bestand, Beistand holen, damit ich auch noch ein bisschen mehr Schaden machen wegen Erhöhungen und Verringerungen des Kreaturenschadens wegen euch auch auf euch. Also dadurch mache ich natürlich auch noch Minion Damage auf meinen Waffen und so weiter. Und ja, er ging sehr gut, also sie ging sehr gut zum Hochleveln. Ich habe jetzt keine Delirium Portale, also den gemacht, ja, diese Mission. Und kämpfe jetzt noch mit diesem einen Skill, der irgendwie Lavaschlag heißt. Ja, Lavaschlag. So, das sind die Beschwörungen. Maximum 4 können wir beschwören. Später wahrscheinlich noch mehr. Aber vor allem beherrschender Schlag bringt dann einfach die guten Minions. Aber den müssen wir zuerst freischalten. Diese Quest, die in diesem Gebiet ist. So. Oh, ich hab's wieder ausgemacht. Gut. Hallo, Mona. So. Ich wollte das ansetzen, aber es ist ein bisschen weit weg, das habe ich nicht geklickt. So. Geht relativ gut, also. Schaden machen wir trotz, ja, der Tank hier Skillung schon. Oder noch. Ohne so viele Beschwörungen nutzt. Zum Beispiel nur Grabespakt habe ich Beschwörung. Sonst habe ich sehr viel Resistenzen, Leben und ja, vor allem Mana-Regeneration, was ich unbedingt brauchte. Und Dexterity. Das können wir nämlich dann auch das Amulett weglegen zu einem Beschwörungsamulett. Aber das alles jetzt, wenn wir den herrschenden Schlag haben. Ja, Feuer macht natürlich mal Schaden. Muss ich aufgucken. Gucken, dass wir nicht sterben. Also wenn jetzt die Meteoriten, den Meteoriten, also Feuerregen beschwört, der macht im Endgame so viel Schaden, dass man eigentlich nicht. Also ein Schlag und man ist tot. Ja, dann gut, dann mache ich doch. Ja, genau, der ist im Endgame so stark bei diesem Gegner, der nochmal auftaucht. Einen der Maps, ich da immer Probleme hatte mit meinem Beschwör in der letzten Liga. So, wir haben ihn down. Also man sieht, ich habe noch keine Schadenskillung gemacht. Das ist noch nicht so viel Schaden, aber die Beschwörung, also ja, die Monster, also die Bosse haben viel mehr Leben bekommen. So, jetzt haben wir den beherrschenden Schlag gar nicht hier. Wir haben tektonischen Schlag. Das mal mit. Und verkaufen es gleich wieder. Weil ja, das kann ich mir immer holen. Ich schaue nicht auf die Currency. Sondern. Ja, ich verdiene ja schon viel genug. Also, wir brauchen noch den Wächter. Wir brauchen Ahnenkriegshäuptling. Und hier ist beherrschender Schlag. Okay. Dann beherrschender Schlag anstelle von Lavaschlag. Weglegen. Das Amulett. Also das ist jetzt für Projektile, das Amulett Karui Wacht. Für dieses Amulett gibt es noch eine abgegradete Version. Da muss man die Prophecy erfüllen, also diese Voraussagungen. Und jetzt haben wir ein Siedehauch Power Amulett Unique. Mit ja, Bewegungsgeschwindigkeit, Schaden, die Kreaturen, alles mögliche. Genau, das hilft uns natürlich ein bisschen mehr weiter.
Weil wir den Schaden über die Beschwörungen machen. Jetzt gucken wir noch schnell, ob wir da ein paar Sachen leveln können. Jetzt muss ich einfach schauen. Ich brauche eigentlich ja eher. Ja. Eigentlich könnte ich den Sprunghit rausnehmen, aber ich brauche ja noch den Schildansturm. Yes. Gibt's denn hier? Nicht. Ich muss mit dem Schildansturm dann mich bewegen. Ich glaube, da gibt es einen Akt 1. Okay. Weil Schildansturm ist nicht so gut, weil man nicht über ja, Objekte drüber hüpfen kann. Da muss ich halt einfach auch den Sprungangriff noch tragen. Ist nicht das Symbol. Spektralschildwurf. Stahlhaut. Ich weiß nicht, wo den Schildansturm gibt. Aber hier scheinbar auch nicht. Jetzt haben wir einfach das Problem, dass wir den nicht finden oder noch nicht freigeschalten ist. Deshalb nutze ich einfach immer den Sprungangriff, weil der kann auch noch Verstärken auslösen. So, für den lieben Herr, ja, ich sag einfach mal du zu dir, den Namen jetzt gar nicht weiß, Kommentar schreibe, genau. Ich will dir ein paar Sachen erklären, also eben, es gibt ja diese Ancient-Klassen. Ancient, glaube ich, heißt es auf Englisch. Und da ist dann das Labyrinth, dafür müssen wir in Akt 3 hingehen. Und musst hier nach oben. Hier reingehen. Das ist eigentlich schon immer offen, auch wenn du die Symbole noch nicht hast. Das sind so Challenges, die du in bestimmten Gebieten dann lösen musst. Jetzt hast du hier den Wegpunkt. Ich könnte es jetzt schon machen, es wird wahrscheinlich schwer sein. Ansonsten könnte ich es vielleicht schaffen. Und dir noch ein bisschen mehr erklären. So. Du musst die verschiedenen Prüfungen, die siehst du hier, wo die sind, machen, lösen, aktivieren. Und einfach das erste von diesen Gebieten machen. Machen wir mal hier. Ich habe das Skelett nicht, weil ich die Tasten noch wechseln muss. So. Skelett, Wahlskelett, oder? Wahlskelett. Beherrschender Schlag ist drin. Ja. Okay, dann haben wir sie richtig angeordnet. Da musst du durchfinden. Also du musst dreimal Izaro besiegen. Das ist ein Boss, der eigentlich sehr feste draufhaut. Also da musst du einfach bereit sein, noch das Ende Akt 4 oder so. Ich mache es jetzt schon Mitte Akt 3, aber... Also ich sehe, dass die sind einfach ultra OP. Dank beherrschendem Schlag haben wir da solche Wachen. Und Maximum ist 9 weiße, 5 blaue, glaube ich, und 3 gelbe Monster, also rare Monster. Und hier gibt es überall Fallen. Die müsst ihr ausweichen oder einfach aushalten. Und ja, wenn ihr es schafft, dann bekommt ihr eben eines der Extra-Klassen über. Bei der Skyen ist es nur eine, Ascendant. Aber bei den anderen Charakterklassen ist es einfach dann eines von 3 verschiedenen besonderen Klassen, je nach Klasse. Jetzt muss ich kurz schauen, wo der ist. So, immer schön gegenheilen und nicht sterben. Boah, ich habe Schaden kassiert. Wo ist denn der andere? Ah, vielleicht Zeithebel, also, dass man Zeit... Ah, nein, hier ist das, wenn ich nicht gedrückt habe. So, genau, jetzt ist er offen. Gibt immer überall Schätze, aber mit Fallen verbunden. Deshalb mache ich die nicht so gerne, weil sie am Anfang auch nicht so viel Loot geben. Aber im vierten Mal pro Charakter Labyrinth, im Überlabyrinth, könnt ihr dann ganz gewaltige Schätze hier finden. Gut. Also.
Wir müssen jetzt einfach so schnell wie möglich durchrennen, weil es für uns nichts zu finden gibt hier außer im letzten Raum. Und ich natürlich das auch Labyrinth auch in dem ganzen Part machen möchte. Weil das erste Labyrinth ist eigentlich nicht so kompliziert. Ab Merciless, also ab dem dritten Labyrinth, wird es schon sehr kompliziert. Aber wir haben Mana-Probleme, sehe ich gerade. Das kann ich, also ich habe auf dem Schwert Multishot und das tut natürlich sehr viel fressen. Mehrfachschlag auf Deutsch. So, jetzt sind wir schon beim ersten Mal ab Izauro. Und ja. Der hatte so eine Art Lacerate-Skill, er heißt auch Lacerate auf Englisch. Und er macht heftig viel Schaden, auch die Geister, die er schießt, die grünen Schosse. Heftig viel Schaden. Und das müssen wir irgendwie vermeiden, dass wir getroffen werden. Und immer in Bewegung bleiben, ringsum taumeln oder einfach auf Entfernung bleiben. Ja, seht ihr, der One-Hit. Also ich habe noch keine Chance. Okay, dann machen wir das einfach in einem der nächsten Parts, wenn ich höherlevelig bin. Einfach durch. Ersten schaffen, zweiten Mal schaffen, dritten Mal schaffen. Und dann seid ihr vor einem Altar und könnt Ascendant werden bei des Kayen oder sonst irgendwelche. Es kennt Dancy Klassen. Wir müssen jetzt Richtung Dominius, glaube ich heißt er. Ja. Gehen. Und müssen dafür wieder alle Buffs aktivieren. Ich mache jetzt mit dieser Charakterklasse das Bibliothek halt nicht. Und gehe einfach geradeaus, nehme den Waypoint hier mit. Ja, also nicht zu früh dieses Labyrinth machen. Es steht an Level, glaube ich, 33 beim ersten Labyrinth. Und dann habt ihr auch mehr Chancen, es zu überleben. Ich habe halt jetzt wirklich nicht ausweichen können mehr. Hat einfach zu schnell zugeschlagen. Ich glaube, der mit dem Schild oder mit zwei Waffen ist der stärkste. Es gibt immer so pro Tag einen Wechsel. Und wenn an einem Tag der Izauro zu schnell oder zu stark ist, dann macht einfach im nächsten Tag nochmal einen Versuch. Und dann gibt es einen ganz anderen. Also er wechselt immer zwischen vier Formen oder so. Zwischen drei Formen, ich weiß es nicht genau. Aber ja, es ist einer meiner Hassgegner. Es ist wirklich nicht gerade so toll. Das ist die Bibliothek, meine ich. Ich glaube, Labyrinthron ist doch das Gebiet in der Map, das sage ich im Labyrinth. Ah, hier ist der Waypoint. Also beherrschender Schlag, sehr kostspielig, sehr langsam im Schlag. Aber dafür beschwert er eigentlich pro Gegner, der stirbt. Oder in Wahrscheinlichkeit, wenn er nicht stirbt, 20% Wahrscheinlichkeit, immer so ein Ding. Und jetzt sehen wir eigentlich nur Weiße. Ich will mal kurz zeigen, wenn ein Gelbe da ist. Wir müssen... Mist, wir müssen nochmal laufen. Wir sind falsch gelaufen. Okay, aber Waypoint haben wir. Wir müssen natürlich zuerst Fieti besiegen. Ui, hab ich ganz verschluckt. Aber gut, müssen wir den hier nicht. Was mit G heißt er? Gavitius oder so. Ich finde die Flagge so geil. Das ist auch ein Skill, es gibt zwei Banner. Skills oder mehr. Zwei gibt es momentan erst. Und die kann man hinstellen, dann sind die Piste Buff noch stärker. Das habe ich vergessen im Izauro-Kampf. Also, ja, wenn man nicht so viel spielt, weiß man nicht genau, was man alles rücken sollte. Ist klar. Und deshalb habe ich das einfach nicht gerade so gemerkt, dass ich den setzen sollte. Weil er macht eigentlich schon sehr gut Schaden plus. Also vor allem die Resistenzen senken. Physische Resistenz senken. Ja. Was ich vielleicht noch nehme, ist Harald of Ash, aber Mana ist schon echt viel reserviert. Arctic Armor hätte eigentlich bei Izauro eigentlich helfen sollen, aber der hat dann immer noch
zu viel Schaden gemacht. Ich weiß es nicht. Also für mich ist es einfach zu stark. Schaden her für Nahkämpfe. Fernkämpfe ist es eigentlich so schlimm, weil man ja ausweichen kann. Und sogar ausweichen als Evasion. Skill 3 hat. Entwischen. Ja, einfach Ausweichwert. Ja, einfach diese Werte. Hey, hallo. So viel Schaden. Also jetzt ist ein gelber darunter. Wie sieht man das, dass er gelb ist? Das steht einfach hier oben. Der ist gelb. Der da. Also der größere. Der ein bisschen mehr Gold ist. Und die sind stärker. Viel stärker und, glaube ich, schneller. Und sehr. Also wenn ihr viele schwere Gegner, also gelbe oder blaue Gegner tötet, habt ihr noch stärkere Pets. Für ein paar Sekunden. Also, weiß ich nicht. Steht das irgendwie? 20 Sekunden, okay. Jetzt kommt der große erste Mittelaktgegner vom ersten Akt. Einfach in eine andere Version mit anderen Namen. So, der ist leider auch schon wieder tot. Ja, es ist ein sehr amüsantes Spiel. Also, es ist momentan eher so, dass es zu leicht ist, das Spiel. Aber auch manchmal echt zu viel Schaden vom Gegner und dass wir auch manchmal sterben. Ist leider so. Das kann man einfach momentan wegen schlechter Balance vom Game gar nicht vermeiden, dass man mal stirbt. Außer man ist eben Hardcore-Spieler und darf gar nicht sterben. Und dann ist man natürlich auch tausendmal tankier, als ich spiele. Ich spiele halt einfach nicht Tank. Ich mag es nicht, wenn der Gegner keinen Schaden mehr machen kann mit mir. Wenn es dem Gegner schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Gut. Jo. Ja, das einzige Negative ist, dass man manchmal ohne Pets ist, ohne Gegner. Gut, habe ich das nicht erwischt. Wir sind zu weit gehüpft. Weil ja, ich bin noch ein bisschen langsam für die Portale. Also, es ist halt nicht gut balanciert für die meisten Charakterklassen. Weil manche Charakterklassen nur Solo-Target haben oder ja, einfach nicht viel aushalten oder einfach zu langsam sind, sind solche Stressaufgaben, die einfach zeitlich begrenzt sind, so unfair, oder? Es gibt so gute Builds für die, aber die haben dann andere Probleme, da muss man mehrere Charakter machen und ja. Aber ich denke, dieser Build wird dann genug stark sein, so ja, 70er, um wirklich viel rauszuholen. Nur habe ich halt nur 20 Bewegungsgeschwindigkeit Boost. Boots, also Schuhe. Und deshalb, ja. Müssen wir den richtigen Weg hier durch das Blutmeer finden. Das ist der Boss gewesen. Immer pro Gebiet, pro Map gibt es einen oder mehrere Spezialgegner, die jetzt nicht stärker sind als gelbe, aber etwas Besonderes haben, oder? Zum Beispiel auch Bosse sein können von Aktenden oder so. Vor ein paar Akten eben noch Aktendboss war, sind sie einfach dann Gebietsbosse, wie der Koam, der Brutus, glaube ich, nachmacht, sozusagen. Der Bruder vom Brutus. Der erste Mittelaktboss, Akt 1. Ja, sehr interessanter Bild. Also ich habe ihn eigentlich schon gemacht, anfangs Ding mit Purity, nur Purity. Also nur diesen Skill. Ja, die Aura da, Herold der Reinheit auf Deutsch. Und der war sehr squishy, weil man natürlich sehr wenig Minions hat.
die Atmosphäre schnell stärken können. Anfangs Charakterentwicklung, oder? Habe ich dann gedacht, ja, nein, ich mache lieber einen leichteren Bild für mich, weil ich nicht so viel Zeit habe. Hä? Es ist hier ein Schwert gewesen. Von was ist das? Ist das eine Verzauberung? Ich habe keine Verzauberung drauf. Irgendwie habe ich ein Schwert beschworen. Hatte vom Gegner? Ist das ein Schwert vom Gegner gewesen? Das hat mich nicht angegriffen. Aber so ein großes Schwert habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also was ich eigentlich machen müsste, ist der Gegner nur anschlagen, damit Minions beschworen werden. Aber sie müssen sterben oder einfach mit schlechter Wahrscheinlichkeit werden sie dann trotzdem beschworen. Obwohl der Gegner nicht stirbt. Aber gut, also das ist einfach hier nur einen Schlag braucht und die Minions alles machen und trotzdem wird er beschworen. Das ist so wichtig. Dass ihr trotzdem genügend Minions habt immer. Vor allem immer die gelben markieren. Blauen am besten, damit ihr so viele Minions wie möglich habt. Aber jetzt, mein Charakter ist halt ein bisschen schwerer für Anfänger. Es gibt ein Tool, das heißt Path of Building. Da kann ich euch einen Pastebin-Code senden für mein Pasting. Das habe ich vom offiziellen Forum. Es ist ein Guide, der nur aus einem Video besteht. Und diesen Code. Und den könnt ihr eigentlich schauen, also anschauen. Ich werde ihn in die Kommentare, die Videobeschreibung senden. Ein Pastebin gebt ihr einfach dann ein im Menü. Also wenn ihr das Art of Building offen habt, auf, glaube ich, Such oder New und dann ja, Presset für, ja, weiß ich nicht mehr was. Ich schau mal kurz. Also ich habe Path of Building nicht auf. Ich muss das suchen. Wenn ich den Desktop nicht sehe. Path of Building. Dann geht hier. Also dann habt ihr einen leeren Tree wahrscheinlich, also einen leeren Baum. Import Export Build. Unten rechts auf Import from Pastebin. Dort gebt ihr mit Ctrl V den Code ein. Und dann auf Import und dann nochmals auf Import und dann habt ihr den Tree ganz gut erklärt. Mit mehreren Levelphasen. Ich glaube, bei diesem Bild ist es keine Levelphase drin. Aber das könnt ihr dann ein bisschen erahnen, was man zuerst braucht und was nicht. Und wenn ihr noch mehr Hilfe braucht, dann bin ich natürlich zu Verfügung. Und erkläre es euch noch ein bisschen mehr. Aber ich habe es ja schon ein bisschen erklärt. Einfach am Anfang ein bisschen schauen, dass ihr genügend Mana habt. Genügend Leben habt, später dann die Minion-Nuts noch mitnehmen. Und zuerst wirklich auf den linken großen Minion-Nut-Tree ja, gehen. Also wenn ihr da... Gegner. Oh, das Backwarp immer ist. Das ist ja nichts Gutes. Also immer auf diesen Tree konzentrieren, auf diesen Hubel, damit ihr auch mehr Schaden macht, spirituell Beistand habt. Also man kann es sogar noch früher machen, aber ich habe es jetzt einfach später gemacht, eigentlich hier, damit ich einfach noch mehr Mana habe, und um die Skyen eigentlich nicht so gute Mana-Nuts sind, habe ich das einfach ganz oben, eigentlich ganz oben. Hier einfach geholt und die Dexterity, sondern hier unten, hier gehe ich gar nicht hin. Deshalb habe ich es da oben schon mal geholt. Ja, ich gehe hier, doch, ich gehe dort oben hin. Ich muss dort nur einen zurücksetzen, das dort unten zwei. Also es lohnt sich schon, dort hoch zu gehen. Also dann haben wir noch Petey gemacht, dann müssen noch sie besiegen, aber ja, die muss man ja dreimal besiegen und viermal trifft man sie, fünfmal trifft man sie. Ja, Nervensäge. Ja, jetzt kannst du gar nichts mehr machen. Ne? Einfach nur wegteleportieren. Ja. Tschüss. So.
Also ich werde ein Bild auch ein bisschen schnell nach oben treiben. Ich werde dann das Mäßhöhle-Labyrinth, glaube ich, euch zeigen anstelle vom Normal-Labyrinth. Das Grill-Labyrinth ist sowieso auch nicht so toll. Also das erste ist ja eigentlich toll, weil es das erste ist, oder? Dass ihr dann eigentlich die Klasse habt. Das zweite ist einfach nur so, ja, eigentlich dann schon viel zu leicht. Und das dritte ist dann wieder ein bisschen schwer. Und das vierte ist halt. Ja, da könnt ihr nur, wenn ihr wirklich gut und defensiv geskillt habt, eigentlich gut überleben. Ist halt immer so, dass man zuerst mal kennenlernen muss das Spiel, bevor man genug defensiv kämpft. Ja, Minionleben halt weg. Ja, es ist sowieso mein Leben. So. Was habe ich hier noch? Gibt es irgendwas, was ich neu tragen kann? Das ist erst Level 42, schade. Wegen der Verzauberung. Das hellblaue. 52. Ja. Auch unbedingt ein Juwel, das irgendwie Angriffsgeschwindigkeit bietet für, mit Schwertern. Ja, mache ich einfach Angriffsgeschwindigkeit rein. Weil ich habe hier schon einen geskillt. So. Einen Juwelenslot. Also dann gehe ich hier oben durch und dann hier durch. Genau. Und als weiteres werde ich die Notes hier nehmen. Die grünen hier und da die roten linkeren. Und hier oben noch Leben mitnehmen. Und als weiteres muss ich dann hier das nehmen und hier oben glaube ich auch noch mitnehmen. Mal kurz schauen. Naja, das obere muss ich nicht nehmen. Aber hier der Anfang. Bei der Skyne ist so, die kann überall dann starten. Also sie startet nicht nur hier, sonst kann sie zum Beispiel auch hier starten. Mit der S-Klasse dann. Also mache ich dann hier den Start und tue hier das Zeugs wegmachen und hier auch, glaube ich, ja. Dass ich hier oben durchgehe und dann hier runterkomme und das nehme. Dass ich ganz viele noch speichere. Und hier oben mache ich dann ein Cluster-Juwel hin. Nein, hier oben. Hier mache ich ein Cluster-Juwel hin mit Minion-Scharten. Und das ist Bewegungsgeschwindigkeit und Life-Leech und so. Das hilft den Minions dann gut. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Ich glaube nicht. Oh. Ich glaube, ich habe das noch nicht. Ein Minion-Ding habe ich aber, glaube ich, schon. Juwel. Also mit Stäben ist es nicht. Angeschaut auch nicht. Schaden. Rausschaden. Ja, ich hab's noch nicht. Ah, ich hab's in blau. Okay. Ja, dann muss ich das natürlich noch nicht nehmen. Also kann ich noch nicht nehmen. Gut. Ja, nicht so schlimm. Das ist eigentlich auch gut. 19% Schaden, wenn ihr kürzlich getötet habt. Ja. Gut. Dann habe ich doppelt. Ja. Ja, doppelt. Okay. Ah ja, genau. Oh, ich habe es fast vergessen. Ich habe ein paar Items gefunden. Solaris Lorica. Lorica habe ich mit diesem Charakter, gefunden. Und hier habe ich noch bestimmte. Das ist nicht so wertvoll. Aber vor allem die Schuhe sind wertvoll, wegen 1 zu maximaler Anzahl an Skeletten. Sehr wichtig für einen Skeletten, Summoner, Necromancer oder so. Finde ich gut, dass ich das mal die Schuhe mal wieder gefunden habe. Aber diesmal mache ich keinen Skelett-Summoner. Und der Höllenmantel, mit dem leide ich so viel Zauberschaden. Er leidet 25% erhöhter Zauberschaden bei niedrigem Mana. Und ich habe ständig niedriges Mana bei meiner Klasse. Deshalb ist sie zwar stärker, die Necromancerin, aber sie
Ja, er leidet extrem viel mehr Schaden. Ist nicht so gut. Und deshalb habe ich eigentlich gesagt, nee, nicht eine andere Rüstung anziehen, eine neue Charakterklasse machen. Die ist kein, die habe ich eigentlich fast noch nie gespielt. Einmal glaube ich in Spectral Throw und einmal in Zyklon Form, aber sonst nie gespielt. Ja, schade. Aber jetzt mache ich es ja wieder. Gut, und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Einfach alles MF. Tschüss.